So, ich mache heute mein persönliches Krapfen-Ranking. Wir haben hier einen Krapfen von der Aida, Geier, Hofer Backbox, Nöbauer, Anker und Ströck. Und mir werden jetzt gleich die Augen verbunden und wir machen so ein Blind-Tasting und schauen, welcher ja, am besten schmeckt. Wir haben jetzt einmal alle Krapfen in die Hälfte geschnitten, dass man auch gleich zur Marmelade kommt. Oh, schauen alle geil aus. Nicht alle. Jetzt verbinden wir die Augen. Los geht's. Denise, du musst jetzt da kurz helfen und ein bisschen mir mal einen reichen, okay? Fühlt sich schon mal ein bisschen trocken an, ein bisschen härter. Ist da auch Marmelade da? Mhm, da wo du bist. Sehr viel Marmelade drin. Marmelade nicht zu süß, leicht säuerlich. Der Krapfenteig ist zu trocken schon, finde ich. Aber der nächste ist nicht meine Nummer 1. Okay, der fühlt sich auch außen schon ein bisschen trocken an. Ja, ich würde sogar fast dasselbe Feedback zum vorigen sagen. Gut, aber haut mich nicht um. Ah, gut, der fühlt sich schon außen weich an. Oh, riecht sehr gut. Der Krapfen sehr, sehr fluffig, sehr gut. So, du hast jetzt einmal die, was nicht so gut sind, auf die Seite geklickt und der, der was gut ist, irgendwo anders hin. Mhm. Fühlt sich auch schon besser an. Da schmeckt mir die Marmelade nicht so. Die ist ein bisschen anders. Bin ich mir noch unsicher. Könnte geil sein, weiß ich nicht. Hat was. Jetzt kommt der fünfte. Gut, der fühlt sich auch schon wieder trocken an. Außen trocken. Bröselig. Geile Marmelade, aber leider, na, was soll ich machen? Bröselig. Vielleicht liegt es auch daran, dass schon später ist, aber er ist eh okay. Das ist der letzte. Marmelade. Könnte was haben. Mhm. Ja, heulen zu den Guten. So, wo sind die Guten? Was? Und wo habe ich zu dem Ersten gesagt, dass der richtig gut ist? Meine Nummer 1 in dem Ranking, muss ich euch sagen, ist echt der vom Anker. Also meine Nummer 6 in dem Fall ist die Aida, Nummer 1, der vom Anker. Dann kommt der Nöbauer, dann der Hofer, ja, und Ströck und Geier dann an den jeweiligen Plätzen. Passt, das war mein Krapfen-Ranking. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.